Drittes rheinisches Derby binnen 5 Tage. Am 44. Spieltag traf die Düsseldorfer EG zu Hause im PSD-Bank-Dorum auf die Krefeld-Pinguine. Und die Mannschaft von Harry Kreis legte gut los, störte Krefeld früh im Aufbau. Nutznießer Viktor Svensson mit dem 1:0 für die Hausherren. Tom-Erik Berpat hatte die Scheibe da vertändelt. Leon Niederberger versucht zu retten. Brent O'Donnell setzt gut nach, legt vor für Viktor Svensson und der dann mit dem 1:0. Krefeld kam dann besser in die Partie und hatte die erste gute Möglichkeit durch Justin Wolek. Schön nach außen abgelegt von Maximilian Glessel. Und dann ist Mirko Pankowski zur Stelle. Der KIV machte viel Druck. Düsseldorf kriegt die Scheibe nicht raus. Beppert bringt sie hinters Tor. Und dann ist es Vekwe Olsen, der Alexander Blank bedient. Der Ausgleich für die Gäste und der 4. Saisontreffer in der 17. Minute von Alexander Blank durch die Schoner von Mirko Pankowski. Harry Kreis, der war nicht so wirklich zufrieden mit der Vorstellung seiner Mannschaft im ersten Drittel. Die war dann aber zu Beginn des zweiten Drittels besser, machte viel Druck. Tobi Eder mit dem 2:1, schön kombiniert von den Hausherren. Das ist Alexander Ehl mit dem Querpass für Alexander Bartha. Und der lässt liegen für Tobi Eder und dann keine Chance für Oleg Schilin. Schöner Konter, aber das können auch die Krefelder. Auf der anderen Seite der Konter über Brecko. Jetzt bei Jensen Abo und dann ist es Lucenius, der das Tape von Lukas Lessio findet. Schön ausgespielt, Lucenius mit dem Pass genau auf Lessio. Und der Ausgleich, die Antwort der Gäste aus der Seidenstadt. Allerdings die DEG immer brandgefährlich. Pass von Fischbuch auf Brandon O'Donnell und der im 1:0 mit dem 3:2 Führungstreffer überwindet Oleg Schilin. Puckverlust, zu einfach abgegeben von Alexander Blank und dann tolle Hand-Auge-Koordination von Brandon O'Donnell. Nimmt die Scheibe im Rücken mit und lässt dann Oleg Schilin keine Chance, tunnelt den Krefelder Schlussmann. Aus seiner Miene war nicht viel zu lesen, aus der von Igor Sarkakin. Aber er hatte seine Mannschaft noch mal gut eingestellt. Die machten viel Alarm. Das ist Leon Niederberger und dann Lucenius an die Latte. Klasse Vorlage vom gebürtigen Düsseldorfer von Leon Niederberger. No-Look-Pass durch die Beine lässt liegen für Lucenius. Und der dann vorbei an Pankowski mit der Rückhand an die Latte. DG weiterhin vorne. Weiterhin auch mit viel Druck. Das ist Alexander Bartha mit dem Pass für Carter Proft. Und dann wird es unübersichtlich. Und wichtiger Save von Oleg Schilin, der darüber hechtet gegen Kyle Kurmiski. Das Tor war kurz offen und dann Schilin macht sich lang. 2 Minuten waren noch zu spielen. Angriff Krefeld. Weg für Olsen für Beppert, der bringt die Scheibe vors Tor. Und dann räumt Arthur Skulder auf, der Lette, mit seinem 2. Saisontreffer. Nicht oft zu finden in der Offensive. Hier ganz wichtig, dass er nachsetzt. Und in der 59. Minute der Ausgleich für die Gäste. Es ging in die Overtime. Und da hatte Krefeld die Oberhand. Das ist Robert Sabolic mit einer Körpertäuschung ins kurze Eck. Der Siegtreffer für Krefeld. Die 2 Punkte aus Düsseldorf entführen. Ein angefressener Harry Kreis im Interview. Ja, das ist natürlich sehr ärgerlich. Ich meine, wir wissen, dass Krefeld einige läuferisch und sehr spielstarke Spieler haben. Die haben sich eine oder andere Chance herausgearbeitet, wir aber auch. Und ich fand, wir haben das Spiel eigentlich gut im Griff gehabt über die 3 Drittel. Aber eben, wenn man da ein wenig Raum lässt beim Ausgleichstor, nicht konsequent genug vor dem Tor gearbeitet und eben, die haben ein paar Spieler, die haben wirklich diese Qualität und das haben sie jetzt zum Schluss gezeigt. Yeah, I think we didn't play really good today, but we bounced back, we came back. Every goal they score, we come back and then we got the game winner in the overtime, so it's really big win for us. Ein Torschussverhältnis von 50-27 für Düsseldorf, aber am Ende führt Krefeld 2 Punkte aus Düsseldorf. Robert Sabolic, der Matchwinner für die Pinguine. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.